Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Sonic Generations. Im letzten Part haben wir das Spiel begonnen, sage ich schon, ja genau. Und hier das erste Level schon in Chemical Plant abgeschlossen, und zwar mit dem alten Sonic. Ja, und dieses Mal möchte ich mit dem neuen Sonic dort rein. So, und genau, Chemical Plant und da, ach ja, genau, mit Reignis. Ja, ich muss mich noch ein bisschen in dem Spiel zurechtfinden, weil ich hab's einfach nicht mehr drauf. Aber vorher muss ich... Ich denk da nie dran. Ah, viel besser. Mir sind jetzt halt die Ohren abgefallen, sage ich jetzt einmal. Weil die Musik dann doch ein bisschen laut war. Ah, viel angenehmer. So, auch wenn die Musik schön ist, so ist es dann doch angenehmer. So, dann stürzen wir uns mal ins Abenteuer hier. Akt 2 auf dem Chemical Plant. Okay. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die Welt war. Ich habe insgesamt kaum noch Erinnerungen an das Spiel. Aber das habe ich ja im letzten Part auch schon erwähnt. Aber ich denke mal, das kriegen wir schon irgendwie gebacken. So, einfach immer ein bisschen Gas geben, würde ich jetzt mal sagen. Und dann haut das einfach. Wunderbar. So muss das sein. Wunderbar. Geil, geil, geil. Gib mal ein bisschen Gas hier, Sonic. Okay. Ja, man muss ja grundsätzlich, oh, lalalala, nein, 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 sowas mag ich doch nicht. Ja. Mach doch nicht sowas, dann falle ich ja noch runter. Heide Witzka. I, da war ein Blob. Ich mag Blobs nicht. Blobs machen mir Aua. Und ich will nicht, wenn mir Sachen... Mag es nicht, wenn mir Sachen Aua machen. Ja. Heieieiei. Warum ist hier überall Sachen sein, die mir Aua machen? Nein, 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 nein. Aua. Hör auf, mir Aua machen zu wollen. Das ist nicht gemein. Das ist Ungudi. Das ist ganz, ganz ungoodie, dass wir die ganzen Sachen hier da und Aua machen wollen. Meine Fresse aber auch, ey. So. Wunderbar. Jetzt geht's hier erstmal wieder ein bisschen... Bug? Fragezeichen? Das sah jetzt nicht so ganz so gut aus. Muss ich mal so anmerken. Das sah jetzt nicht gerade geplant aus, liebes Spiel. Das war ungoodie. So. Ich glaube, ich habe ja den Ring ausgerüstet. Ah, das gerade Luft, die ich da eingeatmet habe, was ich gut finde. Nein! Nimm da die Luft. Nein! Aua, jetzt hört's doch mal auf, meine Güte, nochmal. Nein, geh kaputt. Dass ihr mich alle auch immer kaputt machen wollt. Was habe ich euch denn getan? Okay, gerade noch so. So, jetzt mal hier ganz schnell durch. Meine Herren! Ui. Ui, das fällt ja runter. Das ist ja... Ungudi ist das. Wenn Sachen runterfallen. Ich mag das nicht. Weil das bedeutet für mich in der Regel, dass ich sterbe. Uah. Okay. Geht doch nicht so schnell. Ich bin ein alter Mann. Heide Witzka. Das kann man mit mir alten Mann doch nicht mehr machen. Kommst du her? Ja. Okay. Okay. Jetzt ganz schnell hier durch. Keine Ahnung. Wird schon alles irgendwie seine Richtigkeit hier haben. Nein! So schnell kann ich doch nicht reagieren. Ich bin ein alter Opa. Also bitte, Leute. Spiel. Nimm ein bisschen Rücksicht. Nimm ein bisschen Rücksicht auf mich, liebes Spiel. Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin kurz vor der Verwesung. Ein bisschen Rücksicht hier, bitte. Also... Das geht doch nicht, Spiel. Ich werde dieses Jahr sogar 25. Hier. Alter Opa und so. Weißt du.
Oh Gott, jetzt kommen irgendwelche Kommentare im Sinne von, was soll ich denn sagen? Ich bin 28, 29, 30, 31, ich keine Ahnung. Wird schon irgendwie. Ach, egal. Auf jeden Fall, ich bin alt. Sonic! Tails! Diese Chemiefabrik kommt mir bekannt vor. Ein Geruch wie diesen vergesse ich nie. Und dieses rosa Wasser macht mich richtig nervös. Ich weiß nicht warum. Du hast recht, Tails. Ich habe hier auch ein ganz merkwürdiges Déjà-vu. Okay, Chemical Plant wäre somit komplett hergestellt. Und wer ist es, den wir befreit haben? Man kann es eigentlich schon ganz gut erkennen. Natürlich. Amy. Du hast mich gerettet, Sonic. Ich dachte schon, ich könnte nie wieder mit dir flirten. Wunderbar. Amy, die Nervensäge aus den Sonic-Spielen. So cool, dass ich mit dir rumhängen kann, Sonic. Komm jederzeit zu mir. Nein, hatte ich eigentlich nicht vor. Ich habe ein paar Illustrationen freigeschalten, das ist schön. Ich habe aber eigentlich nicht vor, zu dir zu kommen, Amy, weil... Es ist Amy. Und... Es ist Amy. Das reicht eigentlich schon als Aussage. Es ist Amy. Amy ist kacke. Ich mag Amy nicht. Tatsächlich eine der Sonic-Charaktere, die ich gar nicht mag. Amy, du bist kacke! So, ab zur nächsten Welt würde ich jetzt einfach mal sagen. Oder kann ich irgendwie nachschauen? Ah, da. 1.415 Punkte. Ist noch ein bisschen wenig. Würde ich jetzt mal sagen. Gehen wir erstmal hier in die nächste Welt. Natürlich will ich auch hier wieder zuerst als dem... mit dem klassischen Sonic spielen. Ich mag insgesamt einfach beide Welten. Also die vom klassischen und die vom neuen. Aber ich muss einfach sagen, ich persönlich mag die vom neuen lieber. Wobei das allerdings, man muss auch dazu sagen, das kommt immer drauf an, was für eine Welt man hat. Hier zum Beispiel finde ich definitiv die vom Neuen besser, weil diese Welt einfach atemberaubend ist. Ich finde diese Welt absolut atemberaubend. Wunderschön. Richtig ganz großes Kino. Nein, 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 gib Gas. Nein, gib Gas, Sonic. Ui. Ui. Kannst du da irgendwie... Nein. Aua! Okay. Alleine die Musik hier ist halt... Also ich muss sagen, ich finde die Musik hier absolut Weltklasse. Die Musik ist toll. Die Musik ist im ganzen Spiel einfach toll. Dickesse! Warum kein Verfolgungsangriff, Sonic? Sonic, warum machst du keinen Verfolgungsangriff? Warum auch immer. Sonic hat... Ja, warum machst du keinen Verfolgungsangriff? Du Vollidiot! Ganz einfach, weil du der alte Sonic bist! Meine Fresse! Oh, Gott noch mal! Herr im Himmel! Gottes Willen, Helmut, stell dich nicht so blöd an! Du spielst hier den alten Sonic. Du hast es doch vorher erst gesagt, dass du den alten spielst. Mein Herrgott im Himmel. Nicht runterfallen. Oh, Goodie, das ist Goodie. Goodie. Goodie, ganz Goodie, ganz Goodie. Komm her. Komm zu Papa. Komm. Ja, brav. Goodie. Das ist ganz, ganz Goodie. Man muss ja dazu sagen,
Ich muss noch einen Arbeitskollegen. Ja, Hügel, jetzt ist er da. Rein da, Kosaka, da keine Zeit, irgendwas zu erzählen. Ich muss hier gerade um mein Überleben kämpfen. Mein Herrgott im Himmel. So, ich muss noch einen Arbeitskollegen von mir umbringen. Warum macht ihr das? Spiel, warum machst du das? Ich bin alt. So schnell kann ich doch nicht reagieren. Vollgas hier. Okay, ich muss noch einen Arbeitskollegen erkennen. Okay, ich muss noch... Nein! Ui! Ui! Ist das richtig, was ich da mache? Ja, ist anscheinend richtig. Gut, ich muss doch einen Arbeitskollegen hier umbringen. Ja, man merkt es, hier das Teil fällt hier teilweise immer wieder runter. Okay, auf da, okay. Ja, ich muss einen Arbeitskollegen umbringen, denn von ihm habe ich dieses Goodie oder Ungoodie. Was einfach bedeutet gut beziehungsweise schlecht. Goodie im Sinne von gut, schlecht im Sinne von Ungoodie. Und ich weiß nicht, das hat sich jetzt bei mir so eingebürgert, dass ich... Dass ich Ungoodie beziehungsweise Goodie sage. Okay. Spiel, mach doch sowas nicht. Die fallen hier runter. Geh da rüber. Aua. Mach doch sowas nicht, das tut doch weh. Ich hab Lepra, ich könnte irgendwelche Körperteile verlieren. Wenn du mich irgendwie triffst. Das ist irgendwie voll die blöde Ausrede. Ich hab Lepra, ich könnte Körperteile verlieren. Mein Gott nochmal. So, geh weg. Okay. Goodie. Ganz, ganz... Goodie! Ich glaube, das war richtig, okay. Das ist ungoodie, dass du da drüben bist. So, okay, 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 goodie. Ausgezeichnet. Mach sowas nicht, mein liebes Spiel. Zieht das ungoodie aus. Okay, geschafft. Also ich werde mit dem Spiel nicht alt. Okay, Rang A. Ja, das ist natürlich super. Weil gut und so. Ja, was ich ja sowieso noch erzählen muss. Hat zwar überhaupt gar nichts mit dem Spiel zu tun, aber wen interessiert das schon? So, da sehen wir übrigens ganz eindeutig, wen wir hier befreien. Hier in dieser Statue da rechts, da sieht man es wirklich mehr als nur eindeutig, wer hier befreit wird. Also ja, das sieht man mehr als eindeutig. Ja, was ich auf jeden Fall noch erzählen muss, hier jetzt mal in Akt 2. Ich habe heute was ganz Tolles, besser gesagt gestern, was ganz was Tolles, nein, nicht gestern, am Samstag, heute ist ja Montag. Gottes Willen, ich habe schon volle Kanne Zeit, Vermächtnis und so verloren, weil Inventur und Kotz, Wirk, schwere Not, Speib, Igitt. Ja, ich habe ja was ganz was Tolles geschenkt bekommen. Das war so süß. Das war sowas von süß. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Also, oh, das war so... Das war so toll. Und zwar haben mir meine lieben Kollegen was geschenkt. Und ich fand das so süß von denen. Und ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Weil, grundsätzlich... Okay, ich glaube, das war gut, was ich da gemacht habe. War das jetzt Goodie? Ich hoffe jetzt einfach mal, das war Goodie. Okay, weil ich ja grundsätzlich, man kennt ja meinen Humor, wenn man das als Humor bezeichnen kann. Das Ding, das ich mal so rauslasse. Wenn man das als Humor bezeichnen kann, ja.
Sing! Okay. Und, ja. Ich habe dann einfach mal einfach mal so gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, wie. Aua, macht's doch sowas nicht. Das tut doch weh! Ihr Arschlöcher! Warum macht's ihr sowas? Das tut weh! Ja, ich habe auf jeden Fall einfach mal so in der Arbeit mal so gesagt. Ich weiß gar nicht mehr! Sicke! Macht's doch sowas nicht! Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf dieses Thema zu sprechen gekommen bin. Kommen gesagt. Ja. Yeah. Total witzig und so. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf das Thema gekommen bin. Auf jeden Fall habe ich ja dann mit so einem Kollegen geredet. Habe ich gesagt, ja, wir brauchen ja eigentlich gar nicht drüber diskutieren, denn wir wissen beide einfach, dass ich ja hier drinnen, also in der Arbeit, die eine der meistgehassten Personen bin, wenn nicht sogar die meistgehasste Person. Das war schon wieder fast ein Tod. Ich mag das nicht. Geht weg. Gottes Willen. Herr Gott im Himmel. Ich glaube, ich gehe jetzt doch lieber rechts. Ja, ich gehe lieber rechts. Das sieht irgendwie sicherer aus. Ja, ich habe auf jeden Fall dann so gesagt, wir brauchen uns ja beide nichts erzählen, komm. Wir wissen beide, dass ich hier drinnen zu den meistgehassten Personen gehöre. Wenn ich nicht sogar die, ich kriege hier noch einen Herzinfarkt. Wenn ich nicht sogar die meistgehasste Person bin. Ja. Und darauf hat er dann nur, hat er mich dann nur noch. Herr Gott im Himmel. Warum zum Geier mache ich dann? Ist klar. Okay. Wow. Warum zum Geier mache ich dann eigentlich solche Geräusche? Dadurch wird es auch nicht besser. Im Gegenteil, dadurch wird es eigentlich nur schlechter. Ja, worauf er dann eigentlich nur noch gesagt hat, ja, ja, klar, vor allem, das vor allem ich, ja. Vor allem ich, einer der unbeliebtesten. Mhm, schon klar. Ja, und darauf habe ich halt nur gesagt, ja, das ist doch klar, ich meine, schau mich doch mal an. Ich bin hier drin der größte Vollidiot wahrscheinlich aller Zeiten. Und es würde euch insgesamt schon, hier drin einfach besser gehen, wenn ich hier drinnen einfach gar nicht wäre. Und warum machst du sowas, Sonic? Du musst nicht immer unbedingt das machen, was ich dir befehle. Du kannst doch einfach mal das machen, was richtig ist. Was hältst du davon? Dadurch würdest du weniger Schaden nehmen. Meinst du nicht, dass das eine gute Idee ist? Ich habe auf jeden Fall gesagt, meinst du nicht, dass irgendwie es hier drin allen besser gehen würde, wenn ich nicht da wäre? Man muss ja dazu sagen, ganz wichtig dazu zu sagen, dass das natürlich alles Humor ist. Also ich bin jetzt nicht irgendwie auf dieser Depri-Schiene, dass ich sage, mein Leben hat keinen Sinn. Und es würde euch insgesamt einfach allen besser gehen, wenn ich weg wäre. Denn das hat nichts mit Depressionen zu tun. Das ist einfach Fakt. ja, auf jeden Fall habe ich das halt dann so gesagt. Und auf jeden Fall muss man bedenken. Ja, das habe ich halt gesagt. Und wie ihr sicherlich wisst, sind ja Katzen meine absoluten Lieblingstiere. Ich liebe Katzen. Und wir haben, das wissen sie in der Arbeit, wir haben in der Arbeit einen Kalender mit lauter Katzenbabys drauf. Und der ist halt total süß. Und das ist so ein Whiskas-Kalender, wo halt
jeden Monat Katzenbabys drauf sind. Was einfach nur noch total geil und süß ist. Und ich halt halb ausgeflippt bin, wo ich den gesehen habe. Und ich dann gesehen habe, ach du leck mich doch am Arsch, der kostet 10 Euro. Und dann mir dachte, 10 Euro für einen Kalender, nee, doch lieber nicht. Auch wenn ich ihn gern haben würde. Ja, wenigstens mein Kollege hat das halt dann so rumerzählt, was ich halt so erzählt habe. Und man muss halt dann mal bedenken, diese Idioten in der Arbeit, also tut mir leid, dass ich diese als Idioten bezeichnen muss, aber Gottes Willen, Leute, das sind doch dann Idioten. Ich meine, die haben dann tatsächlich, haben die dann einen, Whiskers-Kalender und dann habe ich halt Feierabend gehabt, sage ich jetzt mal, und dann ist halt eine Kollegin zu mir hingekommen und hat gesagt, übrigens, hey Helmut, nur so nebenbei, und hat mit denen so in die Hand gedruckt, da, den kannst du heute Abend mitnehmen. Und ich sehe halt so da, wie, was, hä, wo, was, hä? Und dann haben die mir einen Whiskers-Kalender geschenkt. Ey, ich hab so voll die süßen Kalender mit so lauter kleinen süßen Katzenbabys bekommen. Und ich denke mir so, wow, geil, cool und voll geil und so. Und Leute, die sind doch bescheuert. Ich meine, jedem Erdenklichen, ja, aber doch nicht mir. Ich meine, so was kann man jedem Erdenklichen schenken, der es verdient. Aber doch mir nicht. Ich meine, ich freue mich wie ein Kind. Ich freue mir einen Tannenzapfen. Ich freue mir einen Kuchen. Ich freue mir ein Plätzchen. Ich freue mir, keine Ahnung, eine Dose Whiskas. Auf jeden Fall, ich freue mich halt riesig, aber... Oh, es war so toll, als ich den Geschenk bekommen habe. Das war einfach nur noch einfach toll. Ich habe mich... das wollte ich einfach mal erzählt haben. Ich habe zwar jetzt ewig dafür gebraucht, aber meine Güte, es war, ist einfach süß. Ich habe mich einfach riesig gefreut, als ich den, bekommen habe. Den muss ich jetzt noch bei mir unbedingt in der Wohnung aufhängen. Das ist einfach nur noch toll. Ich weiß nicht, ich mag sowas. Ich habe mich da riesig gefreut, dass sie dann gedacht haben, komm, denen tun wir jetzt einen Gefallen, dann schenkt mir da einen Whiskas-Kalender. Total geil. Ja, natürlich ist es Knuckles, den wir befreit haben. Danke für die Hilfe, war ja nicht notwendig. Aber gut, dass ich Sky Sanctuary wieder habe. Was ist das für ein Ort? So weiß und gruselig. Sowas habe ich noch nie gesehen. Was zum Geier meinst du? Oh. Okay. Herausforderungstore sind erschienen. Ach, jetzt erscheinen die erst. Die habe ich nun die ganze Zeit schon gesucht. Die habe ich das letzte Mal schon gesucht. Und ich denke mir so, was zum Geil, was ist da los, wo ist das? Aber das haben wir jetzt erst freigeschalten. Okay, Herausforderungstore sind erschienen. Neue Herausforderungen erwarten dich in jedem Akt. Es gibt 5 Herausforderungen in Akt 1 und Akt 2, 10 also insgesamt. Neben allen Herausforderungstoren gibt es ein Symbol, das dir zeigt, welche Art von Herausforderung dich dort erwartet. Entweder ein Tempo, das bedeutet eben sei schnell. Technik, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, was das bedeutet. Ich glaube, das war Punkte, dass man da voll cool sein musste und so. Doppelgänger, weiß ich gerade nicht mehr. Objekt, weiß ich auch gerade nicht mehr. Gegner musste man, glaube ich, eine gewisse Anzahl an Gegner besiegen. Freunde, weiß ich nicht mehr. Nachricht habe ich bekommen. Befreien weiß ich nicht. Von wem eigentlich? Das ist eine unbekannte Nummer. Okay. Ja, unbekannte Nummer hat mich angeschrieben. Warum auch immer. Wer zum Geier das jetzt auch gewesen ist. Egal. Jonglieren weiß ich auch nicht mehr. Und Ring, das wird schon passen. Ja. Ich würde mal sagen, da können wir im nächsten Part gleich mal so ein, zwei davon abschließen. Aber... Der Part ist zwar schon lang vorbei, aber ich will hier noch kurz... So, kurz wieder einkaufen, gehen hier im Fähigkeiten-Shop. Was gibt's denn hier schönes? Sicherheitsnetz, letzte Chance. Ah, es gibt anscheinend nichts Neues, okay. Ein Schild. Der kostet mich aber 60 Fähigkeitspunkte. Weißt du, so ein Schild ist schon geil am Anfang, aber 60 Fähigkeitenpunkte... Das ist ein bisschen kernig. Tja. Fallen gelassene Ringe bleiben 10 Sekunden. Ja, das bringt mir... Kann ich zwar an beiden benutzen,
bringt mir aber hauptsächlich nur in Akt 1 was, weil in Akt 2 bin ich eh schneller unterwegs. Tja, das ist eigentlich ganz interessant, das Sicherheitsnetz. Aber, nee, noch kaufe ich mir davon nichts, weil es sind schon ganz interessante Sachen dabei, so ist es nicht. Aber es ist jetzt nichts, wo ich mir denke, ja, das muss ich jetzt unbedingt haben. So, hier machen wir auf jeden Fall im nächsten Part weiter. Hier in Greenhill. Denn es gibt hier ein paar Tore und auch hier so ein Schlüssel, wie ihr seht. Und was es damit alles auf sich hat, das erfahren wir im nächsten Part. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play Sonic Generations für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.